Sehr geehrter Herr Präsident, die Bereiche Menschenrechte und Demokratie sollten kohärent in allen Politikbereichen wie Außen-, Sicherheits-, Handels- und Entwicklungspolitik stärker integriert sein. Das ist besonders wichtig für die Umsetzung der 2030-Ziele, die in New York in diesem Herbst festgelegt wurden. Ich begrüße auch den gemeinsamen Aktionsplan der Hohen Beauftragten Federica Mogherini zum Thema Menschenrechte und Demokratie. Hervorheben möchte ich, dass das Zusatzprotokoll für soziale und kulturelle Menschenrechte von den meisten europäischen Staaten bis jetzt nicht unterzeichnet wurde. Mit der Umsetzung der Agenda 2030 steht das noch aus. Wichtig sind zudem verbindliche Standards in Unternehmen, soziale Standards und die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen. Damit muss das Prinzip der guten Arbeit weltweit auch in Bezug der Agenda 2030 weltweit umgesetzt werden. Auch die Rechte von Frauen und Mädchen, vor allem das Recht auf Bildung, ist bisher noch erheblich eingeschränkt. Das muss verändert werden. Der Aktionsplan zur Gleichstellung der Geschlechter muss dringend aufgewertet werden. Herzlichen Dank.